Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuergrün Edition bei eurem Feuerstachel, einem Pokémon-Deck aus Pokémon Blattgrün und Pokémon Feuerrot, der sehr humorvoll gestaltet ist. Nachdem wir im letzten Part endlich wieder aus Pokémon Blau Edition zurück nach Pokémon Feuergrün gereist sind und dabei ein paar Tetris-Abenteuer und auch The Legend of Zelda Link to the Past erleben konnten, das war irgendwie sehr konfus, wollen wir uns in diese kleine Höhle hier reinwagen. Ich würde sagen, zuerst lesen wir das Schild mal, was hier vorsteht, oder? Ich habe extra die Zivilisation verlassen, um Ruhe zu finden. Doch dann kamen diese Schocketypen. Ihre nächtlichen Techno-Partys hatten bis hierher. So viel zum Thema Ruhe. Ich habe nun diese Gegend verlassen, um ein neues, ruhigeres Fleckchen zu finden. Sucht mich nicht. Gezeichnet. Der Einsiedler. Verscheucht von den Techno-Schockets? Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Oh, ich bin so gespannt und voller Vorfreude. Techno-Schockets featured Michael Bam! Ja, ob das jetzt wirklich so gut werden wird? Naja, wir werden sehen. Hier, ich helfe die Ruhe dich ein wenig aus. Okidoki, Dankeschön für deine Unterstützung. Kennst du eigentlich den Weg zum Hauptquartier? Schocket-Hauptquartier oder was meinst du? Nö. Gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen dieser Insel. Versuche, in der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen und suche den zweiten Ausgang. Dann findest du ihn, ja? Du kannst natürlich auch woanders in die Höhlen gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebene suchst. Okay, also hast du schon etwas mehr mit den Team Schockets zu tun, als ich gedacht hätte. Ob mir das so gefallen will? Ich weiß nicht. Maike findet Sonderbonbon. Ja, hier dürfte überall was versteckt sein. Was ist das hier für ein Wirrwarr? Noch ein Sonderbonbon. Okay, was hat er gesagt? Wichtig ist nur, dass ich den östlichen Eingang... Okay, das muss ich mir jetzt nochmal anhören, weil ich hab nicht damit gerechnet, dass es hier wirklich so einen Wirrwarr geben wird. Mal schauen, was er mir zu sagen hat. Hier, ich helfe dir ein wenig aus, dankeschön. Hi, also meine Pokémon ein erneutes Mal. Okay, so oft muss ich jetzt auch nicht machen. Nein, nicht ja. Okay, halt sie nochmal. Prima. Jetzt dürften die wirklich fit für die Kämpfe sein. Gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen dieser Insel. Also soll ich zum Zoomen gehen? Und nicht versuchen, auf die höhere Ebene zu steigen und den zweiten Ausgang suchen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebene suchst, okay? Also den östlichen Ausgang der unteren Ebene und man sollte in den Süden reinsteigen. Das heißt, ich hoffe mal, die haben mich irgendwie nicht aufs Korn genommen. Das heißt, ich muss hier rein, versuchen, auf dieser Ebene zu bleiben. Und ja, dann dürfte ich eigentlich hier ohne Probleme durch die Höhle kommen, oder? Ich glaube, ich setze erstmal Schutz ein. Ja, kaum sage ich das, kommt doch schon das erste Pokémon. Och, Mann. Ja, okay. Komm, einmal Aquaknarre, dann leveln wir unser kleines Shilock nochmal auf. Und? Reicht es schon? Jawohl. Level 22. Aber jetzt wirklich mal ein bisschen Schutz einsetzen, weil kann ja nicht sein, dass wir hier wirklich durch und durch nur durch Pokémon-Begegnungen aufgehalten werden. Maike findet so... Jawohl, einen eingesetzt und einen weiteren gefunden. So kann es weitergehen, liebe Freunde. Okay, komm. Wir müssen den östlichen Ausgang finden. Osten ist in die andere Richtung. Ich weiß nicht, warum ich dann hier bin. Nein, wir gehen nicht hoch. Wir bleiben hier im Osten. Maike findet Superbonbon. Ja, okay, da oben wäre auch noch ein weiterer Pokéball gewesen. Aber ich will mir jetzt nicht die Umstände machen, da nochmal zurückzulatschen. Ist das hier schon der Ausgang? Echt? Falls ja, ging das echt sehr schnell. Und was steht hier? Nicht das Hauptquartier von Deep Shocket. Das Hauptquartier ist in Fetial City. Ja, genau. Und was ist das hier denn, bitteschön? Shocket Hauptquartier? Der Name ist nur missleitend, oder was? Ah, ich habe das Hauptquartier so schnell gefunden, habe ich gar nicht damit gerechnet. Die sind alle so wie Team Rocket aus, wobei die haben ein S oben drauf. Okay, doch Team Shocket. Wir dulden hier keine Shilock-Trainer. Was, wenn ich meinen Shilock schon zu einem Turtok aufgelevelt hätte? Hättest du dann gesagt, wir dulden keine Shilock-Trainer mehr? Tja, dann wär's ja falsch gelegen, was? Aber so hat er ausnahmsweise mal wieder recht gehabt. Och man, die ganzen Rucksuckieps. Ich meine, Rucksuckieb trifft immer schneller, egal wie... Was für eine Initiative ich jetzt persönlich habe. Rucksuckieb trifft immer als erstes. Außer wenn wir beide gleichzeitig Rucksuckieb einsetzen. Dann könnte es wieder so sein, dass das Pokémon mit der höheren Initiative als erstes angreift. Was heißt, könnte so sein? Es ist dann wieder so. Dann krieg ich jetzt einfach mal wieder Biss ein. Weil ich denke, Biss ist so eine Attacke, auf die könnte man vielleicht verzichten. Und die hat auch viele KP bzw. Angriffspunkte. 25 sogar. Auf jeden Fall ein bisschen besser als Aquaknarre, oder? Hat das ungefähr gleich viel? Ich schau's mir jetzt mal an. Hat er immer noch Ratzfratz? Nee, Aquaknarre hat mehr. Okay, dann setz ich ab jetzt immer Aquaknarre rein. Aber ich habe das Gefühl, Biss hat ein bisschen mehr bewirkt. Oder kann auch nur ein Bilder sein. Und ich habe das Gefühl, die Sonne kommt jetzt wieder raus. Die blendet mich auch schon wieder ein bisschen. Naja, wird schon passen. Nein! Wie kann es sein, dass du meine Ratzfratz-Armee besiegt hast?
Vielleicht hätte ich doch mehr als das eine Pokémon entwickeln sollen. Schockiert Handlanger schickt Radikal in den Kampf. Ja, vielleicht hättest du das wirklich machen sollen, wobei Level 20. Kann es sein, dass er dem noch was anderes als nur eine Entwicklung spendiert hat? Vielleicht ein paar Steroide? Ich weiß ja auch nicht, aber das, was gerade passiert ist, das ist schon ziemlich komisch, oder? Ja. Ich glaube, der macht mich mit dem einen Pokémon wirklich kalt. Wobei, ich wechsle erstmal wieder zu einem anderen rüber, damit ich nochmal meinem lieben Shilock einen Supertrank spendieren kann. Ja, ich denke, das war nicht ganz so gut, dass ich wirklich nur auf einen einzigen Pokémon, auf ein einziges Pokémon ziele. Das heißt, nur wirklich ein Pokémon Hochlevel. Wobei, der hat es noch halbwegs überlebt. Vielleicht kann ich noch eine Attacke... Nee. Aber Hyperzahn ist wirklich eine Attacke für sich, also die haut richtig rein, Freunde. Ich glaube, ich muss es schnell beenden. Ich könnte Turbodreher machen, aber ich glaube, es bringt nicht allzu viel, dann mache ich lieber Biss. Bitte, jawohl. Gerade eben war nur ein Volltreffer. Och Mann, warum habe ich das Pech, dass der bei mir einen Volltreffer landen kann? Und ich nicht bei ihm. Shilock schreckt zurück, nichts. Komm, der hat sogar eine höhere Initiative. Was ist los mit dem? Warum hat der das? Warum kann der das? Das ist wirklich ein ultra starkes Pokémon gerade eben. Mamma mia, was hat er dem alles gegeben? Okay, also das Fernsehen nur 25 KP abzieht, geht er schon durch und ich denke, ich muss jetzt einfach immer wieder mal Hypertränke bzw. Supertränke spendieren. Aber das kann man schon durchgehen lassen, oder Freunde? Ja, das kann man schon durchgehen lassen. Warum kann er auch Biss? Und warum schrecke ich da zurück und er schreckt bei mir nie zurück? Kritisch, genau. Danke. Sowas habe ich genau gebraucht. Danke, auf sowas habe ich die ganze Zeit gewartet gehabt. Los, Subat, du wirst zwar jetzt geopfert, aber du kannst für einen guten Zweck sterben. Ich glaube, der ist wirklich mit Steroiden vollgepumpt geworden. Oh mein Gott. Ja, okay, nochmal ein super Trank für mein lieber Shilock. Ich werde den aber besiegen und ich glaube, ich muss davor aber nochmal zum Eremiten zurück, weil ansonsten, denke ich, kann ich hier nicht mehr gewinnen. Bitte kein Volltreffer. Ja, so kann es durchgehen. Und noch ein Treffer, und er ist weg. Noch ein Treffer und er ist weg. Jawoll, ja, hast du gedacht, du könntest mich schlagen oder was? Nie im Leben. Komm ja nicht auf die Idee, hier rumzuschnüffeln. Die PCs sind nicht passwortgesichert. Tja, ich hatte halt keine Zeit, das zu machen, war eigentlich mein Job, aber naja, es wäre arg unfair von dir, da jetzt unsere Pläne nachzulesen. Ja, bitte nicht machen. Okidoki, hier ist der nächste PC, oder? Jo. Mal sehen, was wir hier so für Spiele haben. Tetris, Zelda und Pokémon Blau? Nein, danke, von den Spielen habe ich erstmal genug. Oha, hier ist noch eine Datei offen. Jetzt wird mir einiges klar. Du warst auf Yupon unterwegs, du kleiner Schlingel. Sowas geht gar nicht. Team Shocket hat die Pokéball-Fabrik unter Kontrolle. Ah, und das natürlich. Kein Wunder, dass man keine Pokébälle kaufen kann. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, hier brauche ich eigentlich keinen Schutz. Außer mich springt so ein wildes Team Shocket-Handlanger an. Kann natürlich auch mal vorkommen. Aber als erstes will ich wieder zurück zum Eremiten. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder hier vorne bin und die Sonne hoffentlich etwas weiter weg ist. Bis gleich. Und ja, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Und ich war jetzt nicht beim Eremiten, weil das war mir doch ein etwas zu langer Weg zu laufen. Sondern hab mir einfach mal ein paar Beleber gegönnt. Außerdem finde ich ja eh noch ein paar Sachen, die mich dann wieder gesund machen können. Was ist das hier? Hypertrank, jawohl, die habe ich gerade ein bisschen rausgeschmissen. Und jetzt bekomme ich sie wieder zurückspendiert. Das freut mich. Wo geht's denn hier weiter? Noch ein bisschen. Kann ich hier vielleicht doch noch was sehen, oder? Mal sehen, was die hier für Spiele haben. Tetris, Zelda und Pokémon Blau. Nein, danke. Von nächsten Spielen habe ich erstmal genug. Ja, das haben wir schon mal gehört. Und ja, da würde ich sagen, geht's hier einfach mal weiter, oder? Ich denke hier nicht, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Da muss ich mal wieder außen rum. Dann war es eigentlich halbwegs umsonst, dass ich hier mit dem kleinen Kerl meine Zeit verschwendet habe, sondern hier oben geht's weiter, gell? Ja, okay, dann machen wir weiter. Ich muss hier nicht unbedingt vorbei, gell? Ja, wieder dasselbe. Haha, ausgetrickst. Wobei, verrät er mir vielleicht irgendwas? Naja, ich gehe auf erstmal... Ja, ich muss ihn ansprechen. Wahrscheinlich hat er irgendwie so ein Türschloss oder so. Ich hätte gerne einen Kirlia, das ist viel besser als ein blödes Mauzi. Es hat nur Krallen. Kirlia ist so wunderschön, eine wahre Ballerina. Schockiert Handlanger schickt Tauboga in den Kampf. Was redest du? Das ist auch ein Tauboga. Tauboga ist auch mega cool. Okay, ich glaube, meine Pokémon sind etwas unterlevelt, weil... Die sind ja schon alle bei Level 20 und es geht ja sogar daneben. Komm, bitte treff, bitte treff. Ich will die wenigstens jetzt plätten. Okay, ich glaube, ich muss doch ein bisschen aufleveln vielleicht. Ich habe die Begegnung mit wilden Pokémon und anderen Trainern bisher ziemlich vermieden. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen, weil so sind meine Pokémon etwas unterlevelt und auch da ich keine wirklich starken Pokémon per Pokéball einfangen kann. Okay, ein Fall für Top-Genesung. Oder warte, ich hebe eine Top-Genesung doch noch ein bisschen länger auf und setze jetzt erstmal wieder nur einen Hypertrank ein, weil ich denke, der bringt es genauso. Ich hätte auch einfach nur einen normalen Trank einsetzen können, glaube ich. Aber naja, jetzt haben wir uns einfach mal gegönnt, das ist auch nicht schlimm. Warum geht der immer daneben? Okay, wahrscheinlich wegen Sandwirbel. Jetzt brauche ich eine Attacke, die etwas höhere Genauigkeit hat. Okay.
Was soll ich jetzt machen? Turbodreher? Vielleicht funktioniert das ja. Kann natürlich sein. Jawohl, kritisch. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen soll. Ich glaube... Wobei, erstmal hier weg. Was ist das? Ich glaube, ich setze jetzt erstmal meinen kleinen Hypertrank mal wieder ein, beziehungsweise den Supertrank. Wer redet von Hypertrank? Wir geben dauernd nur Supertränke aus. Okay, der Hypertrank war dann gerade eben wahrscheinlich wirklich überflüssig, weil der spendiert uns weitere 200 KP und die brauchen wir einfach nicht. Okay, Turbodreher. Weil ich denke, Turbodreher hat hier die höchste Genauigkeit. Jupp, anscheinend hat es die höchste Genauigkeit. Wenn es sogar nicht, glaube ich, immer trifft, oder? Nee, trifft nicht immer, schade. Komm, ich will wenigstens das erste Pokémon von ihm. Ist das euer Ernst? Dauernd daneben? Ja, gut, aber irgendwann trifft es schon noch wieder, oder? Ja, komm. Einmal getroffen, 9 KP abgezogen. Dankeschön, richtig Deluxe, richtig Deluxe. Okay, komm. Dann warum macht er immer wieder Sandwirbel? Dann treffe ich doch nie im Leben. Ja, nein. Der täuscht immer am Anfang an, sagt so, ja, hat getroffen und dann kommt so daneben. Ja, Pech gehabt. Okay, Supertrank und dann tausche ich meinen Chillog aus, weil ich denke, die wenigen KP kann auch noch wer anders abziehen, meinetwegen. Okay, ich brauche ein Pokémon, was den ersten Hit aushalten wird. Kleinstein, du bist dran. Komm, hau raus. Nicht effektiv, ja, Pech gehabt. Und Steinwurf, jawohl. Ja, hätte ich vielleicht schon vormachen, sondern wäre es etwas schneller gegangen. Naja, passt schon. Schocket Handlanger schickt Golbert in den Kampf. Hier dürfte er auch schon etwas durchstarten können. Nicht Erstauner. Jawohl. Sehr effektiv. Aber hat nicht viel abgezogen, leider. Konfusstrahl, ja gut, Konfusstrahl verwirrt mich halt allerdings. Treffe ich immer noch. Okay, komm, den machen wir jetzt platt, wirklich. Ich bin schon längst verwirrt. Jawohl, Kleinstein, du bist mein Mann. Am Anfang hatten wir viel Pech gehabt und jetzt hatten wir erstmal viel Glück. Leider wurde er jetzt doch noch geschlagen. Ich weiß nicht. Wirkt der Sandwirbel jetzt immer noch, obwohl der weg ist? Ich hoffe mal nicht. Und? Nee, er wirkt nicht mehr, zum Glück. Ich glaube, bis wäre hier wirklich effektiver gewesen. Weiß nicht, warum ich das nicht sofort eingesetzt hätte. Naja. Komm, ein Levelaufstieg! Jawohl, 471 AP. Shocket Handlanger schickt Kirlia oder Mauzi in den Kampf. Ich weiß das selbst nicht so genau. Okay, hat er dem Kostüm... Der hat dem Kostüm gemacht. Alter! Ja, okay, wenn man so fanat ist auf ein Kirlia, dann... Kann sowas schon mal leicht passieren. Das arme Mauzi, es muss in diesem miefigen Kostüm die ganze Zeit herumtolzieren. Aber das sieht schon irgendwie recht happy aus. Das sieht so echt recht happy aus. Okay. Es gefällt ihm anscheinend, ein Mädchen zu sein. Oh, das süße Mauzi schaut sich an. Es ist so knuffig. Aber jetzt ist es leider besiegt. Tut mir leid. Schillokell, 321 EP. Tja, die Guten siegen halt immer, Freunde. Merkt euch das. So ein Killer sieht auch viel besser aus als ein Mauzi. Ja, das stimmt echt. Und was muss ich jetzt hier machen? Komme ich hier außen rum? Durch diese Tür komme ich so schnell nicht durch. Tja. Hier? Irgendwas machen? Hier am PC? Nee, immer noch dasselbe. Den hier? Aktivieren? Hä, was soll ich hier denn machen? Ich kann mir nicht großartig was vorstellen, was ich hier denn jetzt machen soll. Weil ich meine, durch diese Tür kommen wir nicht durch. Und auf dem anderen Weg kommen wir zu gar nichts praktisch hin. Okay. Gibt's denn noch einen anderen Weg oder was anderes, was ich machen kann? Ich weiß nicht. Komm ja nicht auf die, bei den... Es war auch unfair, dass du jetzt unsere Pläne siehst. Ja, okay, die haben die Pokémon-Fabrik für sich beansprucht, aber... Was soll ich hier noch sehen? Soll ich hier? Kann ich hier was aktivieren? Nee, kann ich immer noch nicht. Komisch, komisch. Okay, und hier Mülleimer ist er. Was versteckt? Ich versteh's nicht. Okay, immer nur noch dieselbe Meldung, wenn ich die PCs anspreche. Das ist echt komisch. Was muss ich hier jetzt machen? Den ist ein Generator, aber ich habe den versucht anzusprechen und es hat nicht funktioniert. Also es hat wirklich gar nichts gebracht. Es ist schon sehr konfus, Freunde. Sehr Konfuzius-mäßig. Aber ich kann ja trotzdem mal probieren, den nochmal anzusprechen. Vielleicht klappt's ja dann. Nö, anscheinend immer noch nicht. Okay. Vielleicht ist es auch der komplett falsche Weg und ich muss zu, Fizial City, wo ich den Wareneingang finde. Zum Hauptquartier. Kann natürlich auch sein. Stein geht unter. Habe ich eigentlich einen Pokéball? Weil dann könnte ich jetzt mal kurz ein paar Pokébälle einfangen. Ich habe mehr als genug Pokébälle, okay. Pokémon, ich komme. Oh, Smetbo. Smetbo, ich fange dich jetzt ein. Oh, du bist so süß. Habe ich ein Smetbo bald in meiner Pokémon-Liste mit drin. Okay, komm. Soll ich... Ja, ich setze nur einen normalen Pokéball ein. Bitte, 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 geh rein. Bitte, geh rein. Bitte, geh rein. Bitte, geh rein. Jawohl, Smetbo wurde auf die Box transferiert. Gibt es noch irgendwie starke Pokémon, die ich einfangen könnte? Nicht das Hauptquartier von Deep Shocket. Okay, vielleicht muss ich doch einen anderen Eingang nehmen. Da oben läuft nämlich auch einer rum.
Könnt ihr mir vielleicht doch logisch erklären? Vielleicht hat er mich auch aufs Korn genommen, der liebe Einsiedler. Ich verstehe es nicht. Okay, ein weiteres Medbo. Diesmal ist es etwas höher im Level, aber naja, ist immer noch ziemlich niedrig, würde ich sagen. Nein, nicht Giftbuber. Jawohl, ging daneben. Und jetzt bist du weg. Ja, wolltest du mich vergiften? Nicht mit mir. Okay, vielleicht muss ich ja doch einen anderen Ausgang wählen. Okay, erstmal wieder einen kleinen Superschutz einwenden. Und ja, dann können wir einfach mal durchlatschen, oder? Wobei, wir haben so viele Sonderbonbons. Wir haben 6 Sonderbonbons. Nee, die heben wir uns für später auf, wenn wir wirklich knallhart am Verlieren sind. Oder falls wir denn mal knallhart am Verlieren sind. Okay, dann würde ich sagen, einfach mal nach oben gehen. Weil ich meine, kann auch sein, dass er uns wirklich nur auf den Arm nehmen wollte. Und das ist dann nicht fair, wirklich. Ich nehme ja auch niemanden auf den Arm. Wenn ich wirklich von jemandem was höre, dann erwarte ich, dass es auch alles stimmt. Maike findet Sonderbonbon. Okidoki, Artischoki. Jetzt haben wir schon ein 7. Okay, ich sehe dauernd Ausgänge. Aber wie komme ich zu diesen Ausgängen hin? Ja, okay, hier finde ich einen weiteren Pokéball. Cool. Ein weiteres Sonderbonbon. Ja, okay, anscheinend levelt man hier im Spiel anscheinend wirklich meistens nur durch diese Sonderbonbons auf. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum man sonst so viel hinterhergeschmissen bekommt. Aber ich glaube, ich heb den mir dann doch für später auf. Okay, einen weiteren Superschutz bitte für mich. Und wo ist er? Da ist er. Jawohl. Aber wir waren hier schon. Wie kommen wir da in die Mitte rein? Ich muss irgendwie die Mitte stürmen. Vielleicht könnte man ja hier irgendwie mit einer Spitzhacke die Felsen kaputt hauen. Ich meine, könnte natürlich gehen, oder? Aber man könnte es auch einfach mal auf eine ganz ruhige Art so machen. Okidoki, jetzt sind wir hier oben und haben einen weiteren Pokéball gefunden. Okay, das ist immer gut, weil so können wir immer mehr Pokémon einfangen und auch etwas höhere Pokémon, also vom Level her einfangen. Okay, was hast du zu sagen? Ah, ich habe mich verlaufen, diese Höhen sind reißig im Garten. Okay, lass mich mal darüber. Kann ich darüber? Okay, komm mal wieder her. Und da will ich dann gleich darüber gehen. Weil ich glaube, da drüben könnte sich ein kleiner Schatz verstecken. In den Stein, oder? Sonderbonbon und hier drüben geht's noch weiter. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Okay. Vielleicht gehe ich zurück zum Ufer und bin dann da, Team Shocket, nah. Ja. Jetzt komme ich hier wieder weg. Jawohl. Am Anfang standen hier nämlich im Schocket-Handlager, die mich blockiert hatten und so konnte ich hier nicht rüber. Aber so komme ich wieder zurück. Nach Feltial City wahrscheinlich, oder? Route 5. Oh, die Atmosphäre wirkt hier auch ziemlich gruselig. Was steht da? Achtung, mutierte Pokémon! Schutz wirkt nicht mehr. Okay, jetzt will ich mir wirklich mal ein paar mutierte Pokémon ansehen. Ein wildes Mutantzetrei? Es ist ein Vulpix mit dem Georock zusammen und die Füße. Was sind die Füße? Ich will mir einen Mutant einfangen. Gib mir den Mutanten. Okay, Biss, oder? Ich will den nicht besiegen. Ich will den einfangen. Nochmal Biss und dann habe ich ihn, oder? Nein, das war kritisch. Ich wollte den Mutanten einfangen. Gib mir den Mutanten. Gib mir noch einen Mutanten. Bitte, 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 bitte. Oh, das ist so episch. Wow, ein Mutant E2. Golbert. Mit einem Visor, Visenior. Oh Mann! Freunde! Himmel auf Erden. Okay, anscheinend ist es doch weg. Schade. Ich habe zu viel Biss eingesetzt gehabt. Naja, kann man auch nichts mehr machen. Okay, ich spendiere. Wobei, einfach nochmal einmal Tackle einsetzen. Geht ja immer, oder? Flügelschlag. Was der für da attacken kann. Wow. Okay, komm. Pokéball. Bitte rein, bitte rein, bitte rein, bitte rein, bitte rein. Der saure Regen löst den Ball auf. Ihr habt mein Leben ruiniert. Ich kann den nicht einfangen. Ja, okay, Fleckmon, dann gönnt ihr mal ein bisschen was. Ruckzuck gib und er besiegt mich, oder? Nicht? Genial. Jawohl. Stärke nochmal, Stärke nochmal. Nein, oh Mann. Ja, okay, wer soll den jetzt besiegen? Zubat? Komm, Zubat, gönn dir. Erstauner. Ah, er hätte mich fast besiegt, aber naja. Ich schreck echt zurück. Och Mann. Okay, flüchten wir. Sag mir nicht, wir können hier jetzt nicht flüchten. Ratfratz, bitte besieg ihn. Bitte, ich will nicht Game Over gehen. Nein. Okay, wir haben überlebt. Und, jawohl, er ist weg, oder? Jawohl. Ratfratz hat ein paar KP für sich erhalten. Beziehungsweise EP-Erfahrungspunkte also. Und er steigt ein Level auf, jawohl. Erstmal wieder ein bisschen Beleber für Shilock. Beleber, Shilock. Und da kriegt doch noch ein... Sollen wir Sonderbonbons verteilen? Ich weiß nicht, nee. Aktuell brauchen wir keine Sonderbonbons.
Unser Shilok reicht uns fürs Erste aus. Okidoki. Also hier gibt es ganz viele Mutanten. Das ist wirklich witzig anzusehen. Und hier oben gibt es wahrscheinlich dann das Warraubquartier von Team Shocket, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich schon reinwagen will. Weil meine Pokémon sind echt schon sehr angeschlagen und das dürfte nicht allzu gut ändern. Ja, hier sind immer noch weitere Mutanten. Mal schauen. Ist der Aquaknarre immer noch sehr... Ja, ist sehr effektiv. Okay, dann können wir das hier ohne Probleme so handeln. Ja gut, einfach eine Richtung, weil ich denke, die Höhle hier ist wirklich fast gar nicht verstrickt. Okay, ich glaube, wir leveln in dieser Höhle noch ein bisschen unsere liebe Shilok auf. Hey, hallo. Wenn man solche Pokémon schon auf den Weg bekommt, dann will man den natürlich auch mitnehmen. Level 24, Schutzschild. Schutzschild ist schon recht geschickt. Ja komm, vergessen wir Turbodreher. Und? Ein weiteres Mutant Z3. Och Mann. Ja, okay. Nochmal Aquaknarre. Ich meine, wir haben ja genug KP auf Aquaknarre, das passt schon. Beziehungsweise AP. Ich verwechsel diese Begriffe immer. Okay, jetzt sind wir draußen und wo führt uns das hin? Wir sind hier auf einem komischen Berg. Das sieht wirklich ziemlich angsteinflößend aus. Maike findet Beleber. Er sieht wirklich ziemlich gruselig aus. Und ich würde sagen, wie das hier ausgehen wird, sehen wir im nächsten Part. Und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, um mich zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen. Und wie immer, könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wichtigkeit jemals mehr zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. See you, Leute, euer Feuerstachel. Haut rein und ciao.